Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und Niantic bringt mal wieder meinen ganzen Upload-Plan durcheinander, denn eigentlich habe ich gedacht, die nächsten Tage bringe ich die ganzen Folgen raus mit den Klon-Pokémon, wie ich jeden einzelnen Raid-Boss besiege, wollte vielleicht noch eine Folge machen, wo ich die drei Starter in einer Raid besiege, also in einer Folge alle drei, nochmal auf Suche nach einem Shiny und so weiter. Auf die Folge werde ich wahrscheinlich dann komplett verzichten, denn bis das dann hochkommen würde, ist das Event dann eh schon längst wieder um und dann hat das gar keinen Sinn mehr. Da gibt es dann lieber die Eventausbeute und so weiter. Denn heute, beziehungsweise gestern Abend, wurden schon wieder neue Sachen angekündigt. Im Prinzip der Eventkalender für den März. Finde ich cool, wenn die das jetzt immer so raushauen. Das habt ihr ja für den Februar auch schon gehabt, dass ihr wirklich gesehen habt, an welchem Tag was genau ist und wie vollgestopft der Februar war. Februar war das erste Mal, dass es wirklich so einen Eventkalender gab und ihr gedacht habt, oh mein Gott, was ist das denn, wie heftig ist das, was kommt da alles auf einen zu? Und genau das gleiche gibt es jetzt für März. Der März steht im Februar in nichts nach. Der Thomas, also nicht der Thomas, aber ein anderer Thomas, der Herr Samaschke, hat mir auf jeden Fall nochmal hier diesen Eventkalender für den März geschickt. Den wollen wir uns jetzt gemeinsam nochmal angucken. Ja, denn zum Beispiel im März ist natürlich die Spotlight-Stunde und die Mystery-Bonus-Stunde sind beide wieder zurück. Die sind ja beim letzten Mal ausgefallen, jetzt sind sie wieder zurück. Also immer am Dienstag und am Donnerstag zusätzlich eben zu dem, zur Raid-Stunde, die immer am Mittwoch ist. Das sind also wirklich jetzt feste Sachen, die eingeführt werden. Aber was haben wir sonst noch? Ihr habt hier immer noch den Pokémon-Day zur Feier des Geburtstages von Pokémon Go. Das läuft ja aktuell noch. Da wisst ihr ja alles, die verschiedenen Shiny Party Hut Pokémon. Jetzt ist alles auf Englisch, muss ich mal schnell umdenken. Die ganzen Klon-Pokémon in den 4-Sterne-Raids. Alles, was ihr aktuell eben so machen könnt. Mewtwo mit Rüstung in Raids, wo viele gesagt haben, vielleicht kommt das ja Shiny, aber es ist natürlich nicht Shiny. Zumindest habe ich von keinem bisher gehört, der ein Shiny bekommen hätte. Ist eigentlich jetzt uninteressant. Cool ist es, die ganzen Klon-Pokémon mal zu bekommen für die Sammlung, weil die jetzt eben bei dem Event dabei sind. Die waren mir wichtiger. Ich habe dann lieber 4er-Raids gemacht als 5er-Raids. Aber ich habe ja auch schon ein 100%iges Rüstungs-Mewtwo, deswegen bräuchte ich das eh nicht weiter. Dann, ich glaube, wir müssen da immer nach rechts gehen. Da seht ihr nämlich mal genau, was los ist. Am Sonntag ist also der Raid-Day mit Nidorino und Gengar. Beide mit Partyhut, beide können shiny sein und ich bin immer noch genau der Meinung, dass man Nidorino nicht entwickeln kann. Viele haben gesagt, boah, ich gehe unbedingt auf Nidorino-Jagd, weil ich möchte ein shiny Nidoking haben. Und dann entwickle ich mir das einfach. Aber ich denke mal, das wird wie bei Wampelt sein, dass das mit Partyhut shiny einfach nur ein eigenständiges Pokémon ist, was ihr nicht entwickeln könnt. Wie es genau ist, sehen wir dann am Sonntag 14 bis 17 Uhr auf jeden Fall, der Raid Day, wo es auch wieder 5 freie Pässe gibt. Diesmal wird es wohl der kürzeste Raid Day sein, weil ich wirklich nur die 5 freien Pässe wegmachen möchte und sonst nicht mehr da rein investiere. Ich habe beides schon als Shiny, jetzt mit Hut als Shiny. Es ist eigentlich kein Unterschied, klar, mit Hut als Shiny nochmal seltener, aber dafür möchte ich jetzt kein Geld großartig ausgeben. Dann fängt im März natürlich wieder an die neue Team Go Rocket Spezialforschung, nachdem jetzt Suicune. Oh, warum bringe ich das immer durcheinander? Nachdem jetzt also Raikou, das Elektro-Raubkatzen-Hund-Vieh, drinne war, gibt es also dann Entei im März in der Spezialforschung und so bleibt für den April eigentlich nur noch Suicune übrig. Normalerweise sagt man immer, das Beste kommt zum Schluss. Hier ist es natürlich, das Dümmste kommt zum Schluss mit Suicune. Aber erstmal haben wir Entei, was natürlich noch korrekt aussieht. Nehmen wir mit, freuen wir uns schon drauf, das zu nehmen. Dann gibt es auch einen neuen Feldforschungsdurchbruch. Bruder, mach mal halblang. Denn im März der Feldforschungsdurchbruch, das Flecknoil wird abgelöst durch Castadur. Ist leider nichts Neues, ist nichts Spektakuläres, ist vielleicht eher was seltener da ist, diese Stachelbeere, aber wirklich nützlich ist die eigentlich auch nicht. Aber zusätzlich, bei Flecknoil gab es ja mehr Bonbons, bei Castadur wird es also vermehrt Sternenstaub geben. Wie viel das ist, weiß man jetzt glaube ich noch nicht, aber
Stellt euch mal vor, ihr kriegt dann bei jedem Feldforschungsdurchbruch einfach mal so 50.000 Staub extra dazu. Das wäre auf jeden Fall eine feine Sache. Da nimmt man das gerne mit. Und ansonsten, wenn es den Durchbruch gar nicht gibt, früher gab es keinen, da euch entgeht ja nichts. Aber viele werden wieder meckern, das ist scheiße, das ist dumm, wir wollen was Heftiges. Aber lasst ihr einfach mal machen. Und wenn es euch nicht gefällt, dann macht halt keine Aufgaben. Dann gibt es natürlich auch einen neuen Raid-Boss, sobald das Mewtwo jetzt weg ist, nach dem Event kommt der Nachfolger vom Boleros, nämlich der, keine Ahnung wie er heißt, Sundurus Bolz, richtig brutal. Das ist im Spiel angezeigt, auf jeden Fall kommt hier dieser Elektro-Wolken-Blitz-Anal-Kugel-Fetischist, der mit seiner blauen Form reinkommt, natürlich nicht die Tiergeistform, sondern eben das normale, die ja trotzdem nicht so Volterus heißt der, glaube ich, oder? Boreos und Volterus? Ich weiß es nicht. Ach man, hätte ich gewartet, bis es das auf Deutsch gibt. Auf jeden Fall, die nimmt man halt auch mal mit, ist aber jetzt auch nichts extrem Heftiges, aber ihr habt ja trotzdem fast den ganzen Monat Zeit, den mitzunehmen. Sundarus. Sundarus. Dann gibt es wieder mal eine Team Go Rocket Invasion und passend zur Team Go Rocket Invasion wird es auch Shiny Pionscora geben. Was steht hier eigentlich überhaupt da? Absol gibt es Wild. 6 Previews TGR Leader Pokémon Available. Also die 6 vorhergehenden Pokémon, die von den Leadern geführt wurden, kann man immer noch bekommen. Also alles, was vorher da war. Ihr wisst ja, die wechseln ja immer. Es gibt dann immer 3 Stück von den Leadern. Es gab vorher 3, es gab jetzt 3. Wahrscheinlich kann man dann wieder alle 6 bekommen. Auch wieder als Shiny. Absol gibt es dann Wild. Es wird Pionscora als Shiny eingeführt ins Spiel. Sieht auch hier schon aus. Ihr seht hier schon, wie es aussieht. Es ist dann rot. Sieht auf jeden Fall auch cool aus. Diese Team Go Rocket Übernahme fand ich eigentlich auch ganz nett. War jetzt schon ewig nicht mehr da, dass wirklich fast an jedem Pokestop oder an jedem Pokestop eben ein Team Go Rocket Rüpel sitzt. Ihr da schnell also eure Medaille hoch pushen könnt. Ihr da schön an Sternenstab auch was mitnehmen könnt. Ihr ein bisschen kämpfen könnt. Mal Wechsel. Eine Alternative, ein bisschen einfach Abwechslung habt, nicht Wechsel, genau, Abwechslung habt zu dem ganzen normalen Getue. Und ja, das hat mir beim letzten Mal eigentlich richtig Spaß gemacht. Ich mache sonst an sich eigentlich gar keine Rocket Stops mehr. Wenn halt eine Spezialforschung ist, muss man das ja machen, um im Kapitel weiterzukommen. Jetzt, wenn so eine Übernahme ist, würde ich da auch durchziehen. Aber zwischendurch habe ich eigentlich gar nichts mehr gemacht. Deswegen bin ich immer noch voll weit weg von den 1000 Rocket Rüpeln. Dann, was richtig brutal ist, richtig heftig, Darkrai kommt zurück in einem Special Raid Wochenende. Der war ja exklusiv beim Halloween Event da für kurze Zeit, ist auch ein richtig starkes, richtig nützliches Pokémon, sieht auch richtig heftig aus und er kommt jetzt zurück. Da werden viele schon ultra gehypt sein, aber das Brutale ist, er kommt jetzt schon als Shiny Release. Das ist die heftigste Überraschung momentan. Darkrai als Shiny im März. Also das muss man sich vorstellen. Andere sind immer noch nicht als Shiny eingeführt, die schon ewig im Spiel sind. Oder auch bei den Fünfer-Bossen, die vor Darkrai da waren. Aber jetzt Darkrai schon direkt als Shiny. Das ist bestimmt das Heftigste. Da werden alle komplett ausrasten. Dann bekommt ihr ein weiteres Special Raid Weekend, diesmal mit Giratina, aber in seiner Urform. Ist das die Urform? Und das andere ist die Wandelform. Wenn die fliegende Made ist die Wandelform, habt ihr auf jeden Fall hier in seiner Urform, was nicht neu ist, was es zuletzt ja noch gab und was man eben auch schon Shiny bekommen konnte, die keins bekommen haben, okay. Das Giratina ist aber leider das Nutzlose, das andere ist das Heftige, es ist auch kein neues Shiny, das ist also nicht so brutal. Darkrai hingegen richtig heftig, darauf komme ich immer noch nicht klar. Dann gibt es noch ein mysteriöses Wochenend-Event, wenn man das so nennen mag,
Normal, Feuer, Wasser, Elektro, Eistypen, Pokémon in der Wildnis, Käfer- und Stahltypen, thematisierte Raids, Schnuthelm und Laukaps in 5-Kilometer-Eiern, Ninkada in der Wildnis und in 5-Kilometer-Eiern und das Shiny Release von Ninkada. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Den gab es ja auch mal im Feldforschungsdurchbruch. Jetzt auch als Shiny Release. Statt weiß ist das dann so gelblich. Also neues Shiny wieder dabei. Finde ich auch sehr nett. Dann die nächste große Überraschung. Kobalium kommt zurück. Auch an einem Special Raid Wochenende und auch als Shiny Release. Das überrascht mich noch mehr, weil das Kobalium ist auch nicht so alt. Das war eins der letzten Fünfer, die noch released wurden. Und wird jetzt schon recycelt und jetzt schon in die Fünfer Raids gestopft mit Shiny Release. Mich freut es natürlich, dass man das dann als Shiny bekommen kann. Ich finde, es ist ein bisschen heftig, dass sie jetzt so viele legendäre Shinies im März schon raushauen. Aber Kobalium, ich habe ein 100%iges bekommen. Ich habe sogar 200%ige bekommen, glaube ich. Da fehlt nur noch das Shiny jetzt. Da habe ich eins hochgemaxt. Also, das ist auch coole Sache. Da wird auf jeden Fall geradet für das Shiny. Ansonsten hätte ich da gar kein Interesse dran. Die wissen schon, was sie machen. Dann gibt es natürlich noch ein Psycho-Spektakel-Event. Das seht ihr, gibt es neue Pokémon. Neue Pokémon werden released. Gleichzeitig aber auch die Veröffentlichung von Shiny. Pupanz, Shiny Pupanz wird released. Wie sieht das normal aus eigentlich? Ist auf jeden Fall auch hier eingezeichnet, ihr seht das. Das ist auch cool, genauso wie natürlich in den Feldforschungsaufgaben, in der Wildnis, in Raids, in Eiern, wird es überall vermehrt Psycho-Pokémon geben. Sowas ähnliches gab es ja schon mal. Jetzt also zurück, dieses Psycho-Spektakel, das zweite Mal, dass es so ein Event gibt mit neuem Shiny Release und neuen Pokémon. Und was eigentlich niemand braucht oder eigentlich am uninteressantesten ist, das Lugia Special Raid Wochenende. Also ihr seht, es gibt wirklich vier verschiedene Raid-Wochenenden. Aber Lugia, das ist jetzt bestimmt dann schon zum 10. Mal zurück. Ich weiß es nicht, wie oft das jetzt schon da war. Hat auf jeden Fall eine exklusive Attacke. Also da wird immer wieder was Neues geschraubt. Jetzt kommen die Leute, die sagen, ja, ich habe schon einen Shiny, ich habe schon einen 100er, ich habe schon alles. Aber jetzt könnt ihr das Shiny mit einer besseren Attacke bekommen und einen 100er mit einer besseren Attacke. Also wir gehen raus, wir raiden, wir machen. Aber es gibt trotzdem natürlich Leute, die noch kein Shiny Lugia haben, die freuen sich trotzdem. Ihr seht aber, der März ist wieder mal komplett vollgestopft mit allen möglichen Sachen. Worauf ich mich halt besonders freue, ist das Shiny Pionscora, ist das Shiny Nincada, das Shiny Cobalium, das Shiny Pupanz. Aber mein Favorit und das heftigste am ganzen März wird das Shiny Darkrai sein. Denn egal ob Shiny oder nicht, es ist auf jeden Fall lohnenswert, das zu raiden, das mitzunehmen, ein gutes abzustauben. Aber egal, was sie machen, alles, was Neues ist auch interessant. Alles, was Neues ist auch immer gut. Entei wird auch wieder gemacht. Das mit den Rocket Stops wird gemacht. Da ist auf jeden Fall viel Abwechslung. Ihr habt da, könnt ihr brüten, da könnt ihr fangen, da könnt ihr prügeln, da könnt ihr raiden. Ihr seht, Niantic stopft alles komplett voll. Wir sind gespannt, ob es im April auch so weitergeht, ob es da auch einen Eventkalender gibt. Man kommt einfach schon gar nicht mehr hinterher, aber man muss ja auch nicht alles haben. Manches ist dann ins Spiel eingeführt und ihr könnt das zu jeder Zeit dann kriegen. Manches ist halt zeitlich begrenzt. Wenn ich jetzt die Raid-Bosse sehe mit dem Darkrai, das war ja da nur begrenzt da, ist jetzt auch nur kurze Zeit da. Da würde der Hauptaugenmerk drauf liegen, würde ich jedem raten. Aber bei den anderen Sachen macht euch nicht verrückt. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich werde, glaube ich, heute Abend die Ramses Kitchen-Folge verschieben. Und wer dafür das reguläre Video, was ich heute raushauen wollte, dann abends 20 Uhr raushauen, damit ich das hier tagsüber raushau. Denn ich habe heute früher schon einen kurzen Stream gemacht, wie ich Dragoran im Bett gefangen habe. Und damit ich nicht drei Pokémon-Videos und ein Ramses Kitchen heute raushau, verschieben wir Ramses Kitchen, laden das tagsüber hoch, machen die andere Folge mit Klon,
Klon Tour Talk, es hagelt Klon Tour Talk, kommt dann heute Abend und es ist einfach so viel los, man kommt einfach überhaupt gar nicht hinterher. Die drei Modul-Sessions mit dem ISVO habe ich immer noch auf der Hand, wollte ich immer noch rausprügeln. Ich schaffe es einfach nicht, die irgendwo mal reinzuschieben. Die hätte ich gerne hintereinander, drei Folgen hintereinander, Sessions mit dem ISVO, aber Niantic lässt einen einfach keine Ruhe. Schreibt ihr mal rein, was ist euer Favorit im März? Auf was freut ihr euch am meisten? Wie findet ihr das? Und welches Shiny interessiert euch? Wie findet ihr die anderen Bonusse? Schreibt's mal alles rein oder sagt man Boni, mir egal. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.